Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Und eigentlich möchte ich schon fast sagen, alle Jahre wieder, immer Anfang Dezember mache ich für euch ein Video, wo ich euch Weihnachts-Amazon-Geschenks-Vorschläge mache. Und heute habe ich mir mal gedacht, wir machen das mal ganz anders. Ich zeige euch Dinge, die ich bei Amazon dieses Jahr gekauft habe, wo ich glaube, das wäre ein cooles Weihnachtsgeschenk. Das wäre vielleicht doppelt spannend für euch. Einmal wisst ihr, dass ich das Produkt hier zu Hause habe und irgendwo habt ihr das vielleicht auch schon mal in diesen ganzen vielen Vlogs gesehen und vielleicht ist da aber auch eine schöne Inspiration für euch dabei, welche ihr euren Liebenden schenken könnt, meine Lieben. Ja, das wird sehr, sehr spannend, wenn, denke ich mal, darauf habe ich richtig Bock gehabt. Die Idee war im Übrigen von Maxi und ich dachte mir, Mensch, dann nehmen wir die Idee und machen das. Deswegen, wir schalten jetzt direkt einmal rüber. Achso, wir müssen ja erstmal mit dem Video starten. Pelletier Verlag. Schön, dass es dich gibt. Könnt ihr mal sehen, wie voller Elan ich jetzt hier schon war, ja? Wir schalten einmal rüber zu Amazon und hier haben wir ein Kissen, welches ich bestellt habe. Im Übrigen bin ich nicht angemeldet, wie ihr seht. Ja, ich bin nicht angemeldet, damit ihr nicht meine Adresse seht. Also, das war ein Twitch-Kissen, welches ich für meine, ja, Streamer-Ecke hier unten bestellt habe. Gibt es verschiedene Arten des Kissens? Ich habe mich einmal für das hier entschieden. Das liegt sogar hier. Da liegt es sogar. Das habe ich hier auf der Heizung, weil ich manchmal meine Füße hochlege. Und dann gibt es doch andere Ausführungen. Ich habe mich für das Lilane entschieden. Wenn man hier mal guckt, gibt es auch diese Ausführung. Das ist so ein bisschen, ja, nochmal ein bisschen stylischer gemacht. Ist vielleicht für den einen oder anderen ja, Zuschauer ganz interessant, wenn man sich damit so ein bisschen das Wohnzimmer schöner dekorieren möchte. Ich denke mal, das ist eher mehr für ein Jugendzimmer etwas. Aber wenn man in der Verwandtschaft einen jüngeren Menschen vielleicht hat, den das interessiert, kann man das verschenken. Muss aber nicht auch für junge Menschen sein. Na klar. So. Dann habe ich mir bestellt eine Tageslichtlampe. Den Tipp habe ich bekommen. Die ist übrigens auch aktuell 9% günstiger von der Firma Beurer. Die hatte ich mir bestellt zum Anfang des Jahres. Ja, da habe ich doch wirklich sehr wenig Sonnenlicht abbekommen. Und so eine Tageslichtlampe simuliert Tageslicht logischerweise bis zu 10.000 Lux. Ist als Medizinprodukt gelistet. Flimmer- und UV-freie LED-Technologie. Ja, Tageslichtleuchte mit verstellbarer Halterung. Wozu braucht man das? Was macht eine Tageslichtleuchte, die, ja, so ungefähr, die soll wohl das allgemeine Wohlbefinden steigern, weil man einfach in der dunklen Jahreszeit ein bisschen, ja, weniger Licht bekommt. Und aus diesem Grund habe ich mir die bestellt und habe die immer so ein bisschen hier am Schreibtisch stehen gehabt, wenn ich gearbeitet habe, halbe Stunde am Tag mich beleuchten lassen. Ob mich das jetzt groß verändert hat, kann ich gar nicht sagen, weil ich bin ja eher eigentlich ein relativ optimistischer und gut gelaunter Mensch. Deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, ich glaube ja an sowas und ich würde sagen, yo, das hat mich positiv beeinflusst. Vielleicht auch ein cooles Geschenk, gerade für viele Zuschauer, die im Büro arbeiten, ja, um hier einfach mal ein bisschen Licht ins Leben zu lassen, kann ich das hier definitiv empfehlen. Dann kommen wir zu einem großen Highlight. Da werden jetzt vielleicht einige Zuschauer sagen, hä, einer meiner Lieblingssänger, ja, sage ich ja schon seit vielen Jahren, Michael Bolton, hat ein neues Musikalbum rausgebracht, 2023, nämlich Spark of Light. Und ich fand die CD so schön. Die war so schön, so tolle Musik, das ist so Soul, es geht so in diesen Bereich rein, dass ich mich hier wirklich mit ganz gutem Gewissen diese CD empfehlen kann und ist aktuell 40% reduziert, kriegt man für 8,99 €. Im Übrigen, alle Produkte, die ich euch hier zeige, sind unter dem Video verlinkt. Ja, also alle Produkte habe ich euch verlinkt. Eine absolute Kaufempfehlung meinerseits. Michael Bolton, wie gesagt, mein Lieblingssänger, tolle, ruhige Soul-Musik, ist natürlich nicht für jeden etwas, gefällt mir persönlich aber sehr gut. Habe ich bestellt, habe ich sogar zweimal bestellt, einmal für mich und einmal für meine Mutti und dreimal, auch Claudi, glaube ich, hatte auch die CD im Tauschpaket gehabt, Claudis Welt, ich glaube ja. Dann habe ich hier meine Relaxo-Mütze, die seht ihr, glaube ich, auch im Hintergrund gerade, wartet, da ist sie, da auf dem Schrank. Meine Relaxo-Mütze, auch aktuell 11% reduziert, habe ich für den einen oder anderen Twitch-Livestream Tatsache benutzt. Ja, ich glaube, so draußen würde ich sie nicht tragen, dazu ist sie mir dann doch ein bisschen zu verspielt. Aber von der Sache her fand ich die halt wirklich cool. Das ist eine Plüschenmütze, ich weiß nicht, ob man das so ein bisschen erkennen kann. Das ist so ganz, ganz dünner Plüsch. Ich fand die geil, passt in mein Zimmer gut rein. Privat zum Tragen allerdings dann doch ein bisschen zu kindisch, ja.
Dann gibt es diese Statue, vielleicht erinnert ihr euch an diese Statue, gibt es aktuell auch minus 10% und wie gesagt, alles unter dem Video verlinkt. Das ist diese Löwenstatue und vielleicht erinnert ihr euch an unser Wohnzimmer, die ist 30 cm hoch, die steht bei uns auf dem Schrank. Ich fand die so cool, dass ich die bestellt hatte. Das ist ein bisschen kitschig, ne? Hier kann man nochmal so die Größe sehen. Das ist ein bisschen kitschig, aber ich fand die so scharf, dass ich da Maxim gefragt habe, ob ich sie uns bestellen kann. Er meinte, naja, ist auch nicht so unbedingt sein Geschmack, aber jetzt findet er die auch toll. Gibt es in verschiedenen Farben. Es gibt die in Kupfer, es gibt die in so Weiß und es gibt sie halt, wie gesagt, so in diesem Silber. Wir haben die in Silber bestellt. Und wie gesagt, 36 € kann man nicht meckern. Wenn man Platz zu Hause hat, ist das vielleicht was Schönes. Auf jeden Fall steht dieser Löwe auch bei uns. Dann etwas, wonach die Zuschauer, also ihr sehr oft gefragt habt, alle haben gefragt, ja, das sind diese Katzenkratzfolien, habe ich euch auch unter diesem Video verlinkt. Die macht man am Sofa ran, damit die Katzen da nicht weiter kratzen können. Das macht natürlich Sinn bei neuen Sofa-Polstergarnituren. So über die Ecke sieht natürlich blöd aus. Wir haben die genauso wie auf dem ersten Bild hier so an der Seite ran gemacht. Die kleben, die kann man aber auch mit so kleinen Nieten, hier unten seht ihr das, mit so kleinen Nieten festmachen. Eigentlich ist es nicht notwendig. Wir haben immer diese Klebeseite genommen und das hat eigentlich gut funktioniert. Irgendwann sind die dann auch durch, weil die Katzen da ja immer irgendwie wieder rangehen. Aber man kann sich, kann man das mal so ein bisschen sehen, seine Polstermöbel schon ein bisschen schützen. Genau, also hier unten die Ecke, ne? So haben wir das auch gemacht. Kaufempfehlung meinerseits definitiv, aber es ist halt auch nichts, was man ein Leben lang nutzen kann. Das muss man halt dann wirklich nach einer gewissen Zeit dann wieder austauschen. Aber ich finde es super, auch aktuell 13% reduziert, 12,99. Vielleicht für alle Katzenbesitzer genau das Richtige. Dann gibt es hier diesen wunderschönen Outdoor-Teppich. Der ist für Terrassen, also für draußen, der kann nass werden, das ist kein Problem. Und den habe ich quasi uns gekauft für unsere Terrasse im Frühjahr, um quasi hier einen Outdoor-Teppich zu haben. Fühlt sich an den Füßen einfach schöner an, wenn man da drüber läuft. Und ist natürlich auch nicht so heiß, wie wenn man jetzt auf dem Balkon oder auf der Terrasse über die Fliesen läuft, die vielleicht durch die Hitze aufgewärmt sind. Ist das hier eine coole Sache gewesen? Gibt es in verschiedenen Größen, in verschiedenen Formen. Da muss man schauen, was einem gefällt. Aber dieser ja, Außenteppich, den fand ich persönlich ziemlich geil, dass ich den unbedingt mit in dem Video haben wollte. Dann eine aktuelle Kaufempfehlung, da habe ich ja das gesamte Haus mit zugepflastert. Insgesamt 18 Stück habe ich davon gekauft. Das sind diese Heizthermostate, mit denen ihr mit eurem Handy ohne WLAN im Haus quasi alles erstellen könnt. Das ist ziemlich cool, weil ihr so eine relativ große Kontrolle über das Heizverhalten habt. Auch wenn ihr nicht zu Hause seid, könnt ihr das Haus hochwärmen zum Beispiel oder das Badezimmer und das halt alles per App, per Sprachsteuerung. Gibt es, wie gesagt, einzeln für 64, aber auch im Viererpack für 279. Das habe ich günstiger bekommen bei der Black Week. Da war es ein bisschen günstiger, aber trotzdem natürlich, das ist eine etwas höhere Investition, gar keine Frage. Macht aber denn absolut Sinn in der Anwendung. Also die fand ich ziemlich cool, bereue ich nicht. Jetzt kommen wir zu etwas, das ist was ganz Lustiges. Das sind die mit Abstand bequemsten Hausschuhe. Die habe ich, eigentlich kaufe ich die jedes Mal, so nach einem Jahr sind die dann durchgelatscht, ja, weil wir die halt zu Hause immer anhaben. Aber das sind wirklich mit Abstand, ich glaube, ich habe jetzt auch gerade welche an, wartet. Oh, zeige ich euch. Das sind mit Abstand, hier ist er, mit Abstand die bequemsten Hausschuhe. Ich finde die super, die halten richtig schön warm, die haben so eine kleine rutschfeste Sohle und die sehen halt einfach auch lustig aus. Das ist wirklich so Tradition seit vielen Jahren, dass ich uns immer jedes Jahr oder alle 2 Jahre die wieder neu kaufe. Und ich schenke Maxim immer seine. Gibt es in verschiedenen Farben, in verschiedenen Größen. Da muss man für sich schauen, was einem gefällt. Ich finde die super. Deswegen auch hier klare Kaufempfehlung. Den Link habe ich euch auch hier unter dem Video gepackt. Schaut sie euch an. Ich find sie super. Ist nicht jedermanns Geschmack, aber für uns hier zu Hause einfach perfekt. Und zu guter Letzt, dass ich mal Werbung für andere Bücher mache, ja. Aber hier auch etwas, was ich richtig geil fand, für 99 €. Das habt ihr bei mir auch gesehen. Das ist die komplett Harry Potter-Ausgabe. Alle Teile, also alle 7 Bände zusammen in einem Monsterbuch geprägt. So sieht das aus. Es ist ein wirklich schönes Buch geworden. Die Seiten sind sehr dünn, das muss man schon sagen. Sehr, sehr dünne Seiten, aber ich stehe ja so auf diesen Einband. Ich finde diesen Einband wunderschön. Das ist halt wirklich so eine Sammelausgabe und das ist so,
ein Traum von mir, mal Bücher in so einer Qualität zu veröffentlichen. Ja, und natürlich der Inhalt könnt ihr euch ja vorstellen. Alles rund um Harry Potter. Eine wirklich tolle Geschenkidee für Jung und Alt. Vielleicht ist das was für euch. Wie gesagt, die Seiten sind ein bisschen dünner. Das muss ich einfach auch so sagen. Das hat mir auch nicht so gut gefallen. Ja, aber von der Gesamtsache her, alles in Ordnung, kann man sich wirklich nicht beschweren. Und ich bin ein großer Fan von von diesem Buch. Und habe ich euch natürlich auch hier verlinkt. Ab 10 Jahren, 3408 Seiten, also wirklich richtig dick. Ja, also ich habe es auch noch nicht gelesen, muss ich dazu sagen. Ich kenne ja die Geschichten. Ich glaube, ich habe sie mir einfach nur bestellt. Einfach, ja, ich glaube, das ist schon fast ein bisschen berufliches Interesse, dass ich gesagt habe, ich fand das einfach ziemlich geil. Mein Lieben, das waren meine Amazon-Produkte, die ich euch mit gutem Gewissen empfehlen kann. Vielleicht eine tolle Kaufentscheidung für euch mit dabei. Einige Highlights, die CD. Bark of Light, absolute Kaufempfehlung. Die Hausschuhe, absolute Kaufempfehlung. Schaut einfach, was euch gefällt. Wie gesagt, alle Produkte hier unter dem Video. Schaut einfach in die Infobox rein, da sind die aufgelistet und vielleicht ist da ja was für euch dabei. Einfach auf den Link klicken und in den Warenkorb packen, meine Lieben. Ja, das war's. Mein versprochenes Jahresvideo Amazon-Favoriten. Ich habe mich gefreut. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß. Ich verabschiede mich jetzt und freue mich, wenn wir uns wiedersehen am Mittwoch. Am Mittwoch geht es hier weiter. Und wenn ihr nochmal so eine Runde Amazon-Geschenke haben wollt, sagt Bescheid. Ich habe noch mehr gekauft. Ja, also macht es gut. Tschüss.